Ich möchte dir zeigen, wie man ein Diagramm einfügen kann und dieses auch mit eigenen Werten dann verändern kann. Ich gehe an eine bestimmte Stelle im Text, an der ich das Diagramm einfügen möchte. Hier zum Beispiel klicke auf Einfügen, Objekt, Diagramm. Habe jetzt hier ein vorgegebenes Diagramm, das ich dann nach meinen Bedürfnissen anpassen kann. Gehe jetzt hier, rechte Maustaste, gehe auf Diagrammtabelle und habe jetzt hier die Beschriftung Spalte 1. Schiebe das auch auf, dann sieht man es besser. Spalte 1, Spalte 2, Spalte 3. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Treibstoffverbrauch mir anzeigen, oder anzeigen möchte, dann könnte ich hier hinschreiben, ja, schreiben wir Normalbenzin hin oder normal. Dann Super 95. Und Diesel. Da habe ich hier als erstes einmal die Beschriftung dadurch verändert. Sehe auch schon, es wird in gelber Farbe hier der Dieselverbrauch angezeigt, der Superverbrauch in Orange und der Normalbenzinverbrauch in Blau. Und kann jetzt hier dann diese Werte auch verändern. Damit das aber hier einen Sinn macht, sollte ich hier dann auch diesen Bereich hier dann beschriften. Könnte ich jetzt hier schreiben, zum Beispiel im Jahre 2009. Gehe dann hier unten herein, schreibe hier hin im Jahre 2010. 2011 und 2012. Habe dann hier ein Diagramm erstellt, dessen Wert ich natürlich jetzt auch verändern kann. Also ich könnte jetzt hier sagen, der Y-Wert, in dem Fall hier für den Normalverbrauch im Jahre 2009, stelle ich zum Beispiel jetzt auf 45. Superverbrauch könnte man niedriger einstellen, obwohl das natürlich jetzt eine große Fantasie ist. Und dann hier einen Dieselverbrauch von 65. Da habe ich jetzt hier zum Beispiel sehr hohe Werte im Jahre 2009 und hier insgesamt niedrigere Werte. Und so kann ich mir das dann selber zusammenstellen. Ich könnte das Ganze hier noch erweitern, indem ich hier dann noch eine weitere Zeile einfüge. Sieht es dann hier, würde dann dazwischen eingefügt werden und kann es dann noch dann verändern, indem ich zum Beispiel hier kann, so Zeile nach unten verschieben und füge jetzt hier eine Angabe hin. Zum Jahre 2013. Das Jahr darauf dann praktisch. Man könnte dann hierher gehen und sagen, okay, 34, 33 und 65. Man sieht dann dementsprechend dann, dass sich hier dann die Werte je nachdem dann auch in der Proportion her anpassen. Das wäre die Datentabelle. Wenn ich jetzt hierher gehe und den Diagrammtyp verändern möchte, kann ich mich zum Beispiel entscheiden, welcher passt ganz gut für meine Darstellung. Ich könnte das hier als Balkendiagramm zum Beispiel mit darstellen lassen. Es wird hier schon gleich angezeigt, was ausschauen könnte. Das Kreisdiagramm ist es vielleicht nicht ganz so günstig, wenn man die ganzen verschiedenen Dinge berücksichtigen würde, als Linie und so weiter, und probiere dann einfach etwas aus. Bleibt dann vielleicht sogar beim Säulendiagramm. Gelöscht, man kann das Ganze, wenn es markiert ist und dann auf Entfernen gedrückt wird.